Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie. Terry Benny Schmidt. Ja, Benny, die Kollegen von den Fussi-Freunden haben es ja bereits vermeldet. Du wirst ab Sommer zum Bramfelder SV in die Landesliga Hansa wechseln. Wie ist es zu dem Wechsel gekommen? Zunächst muss ich es erstmal sagen, also wir haben eine mega gute Saison gespielt bei Albig. Also ich bin erst zur Rückrunde dazugestoßen und Flo Neumann, der Trainer von Bramfelder SV, ist schon etwas länger auf mich aufmerksam gewesen. Er hat mit mir halt telefoniert gehabt, wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Aber für mich also war da noch nicht klar, dass ich jetzt zum Bramfelder SV wechsle, auch zu diesem Zeitpunkt, weil bei Albig ist jetzt auch gerade alles noch drin. Aber er meinte, ich sollte mir das mal angucken. Wir haben weiter telefoniert gehabt und ja, dann hat mich Flo eingeladen gehabt und das auf Anhieb. Das hat einfach alles gut geklappt und dann habe ich mich zu Hause hingesetzt, also ein paar Tage, und habe halt überlegt, so was sportlich das Beste für mich ist, und habe halt versucht, alles andere auszublenden, weil wenn man halt immer an die anderen denkt, dann ist es immer so, ja okay, Albig ist wie eine Familie und die tun die alle so gut, und aber sportlich gesehen dachte ich einfach, Bramfelder ist besser, also eine bessere Perspektive, man kann sich besser entwickeln. Und ja, also ich denke, das war die richtige Entscheidung. Was ist so momentan das Erfolgsrezept? Wie soll ich das sagen? Also wir sind einfach wie 11 Freunde auf dem Platz. So, jeder kämpft für jeden. Das ist, also wenn man so vergleicht wie zum Beispiel bei S1A, also die rocken ja die, also unsere Bezirksliga jetzt halt, die spielen auch super Fußball. Wir sind zwar Fußballer, sind wir nicht schlecht, aber muss man ehrlich sein, nicht so stark wie S1A. Aber halt, wir machen das dann über den Kampf und über die Mannschaftsleistung dann wieder aus. Und wenn man dann so Peter noch, also ein mega Mensch, also super Herz, aber auch halt wirklich, wenn es drauf ankommt, dann findet er schon die richtigen Worte für einen. Wenn du so einen Typen an der Seite hast, also dann klappt, muss das einfach nur klappen. Und für ihn, also wir haben uns nicht angestrebt, jetzt aufzusteigen, aber für ihn versuchen wir auf jeden Fall jetzt die letzten Spiele zu gewinnen und gucken, was dann dabei rausspringt. Ja, schöne Worte an deinen aktuellen Trainer Peter Fernickel. Wir haben aber noch einen Spieler, der auch theoretisch ein Trainer sein könnte. Mhm. Und zwar hat er auch Kultstatus, der Harry Nadolny. Und die beiden waren ja bei uns zu Gast vor 3 Jahren. Ja. Das ist eine ganze Weile her. Und da schauen wir einmal rein, was die gesagt haben. Gerne. Du wirst jetzt 38 Jahre alt. Man könnte als Kritiker behaupten, irgendwann ist es zu viel. Ich sag mal, ich fühle mich nicht wie 38. Also ich spiele jetzt Deutschland, sag ich mal Hamburg, 24 Jahre durchgehend Fußball. Ich bin meistens bei jedem Training da. Ich gebe vielleicht nicht jeden Training 100%, aber ich trainiere immer. Und ich fühle mich, sag ich mal, wie 30, 32. Also ich kann ja diesen Alter nicht jetzt sagen, dass ich jetzt kurz vor 40 bin oder so. Ich fühle mich noch fit. Deswegen ziehe ich das nochmal durch und versuche der Mannschaft immer zu helfen. Ja, Benny, du hast gehört, und das war vor 3 Jahren. Ja. Der Harry, der knipst aber immer noch. Ja, das stimmt. Also man kann sehr, sehr viel lernen von ihm, weil der ist mega ehrgeizig, auch mit seinen 40 Jahren. Also der kommt wirklich jedes Mal zum Training, also wirklich jedes Training, versucht so gut es geht Gas zu geben, motiviert mich, weil wir haben oft zusammen auch im Sturm gespielt. Also das ist ein herzensguter Mensch, auch er hat einen sehr, sehr guten Charakter, aber auch manchmal sehr, sehr dominant, sagt auch viel auf dem Platz, aber ich mag das, also, weil er sagte genau, wie was sein soll, und am Ende versteht man sich trotzdem gut. Klare Ansagen vom erfahrenen Mann, und er will ja auch nur gewinnen. Genau. Ja. Wir haben noch ein anderes Video von einem anderen Mannschaftskollegen. Der ist ein bisschen jünger als der Harry, ja. Und der hat eine schöne Message für dich. Okay. Jo, Benny Hüschen hier mit Fuso, ich grüße dich. Ich wollte dir nochmal sagen, die Rückrunde hat Spaß gemacht mit dir. Du bist ein guter Fußballer, ich wünsche dir für die nächste Saison alles Gute. Obwohl du mir bei VfL das Tor geklaut hast, du bist trotzdem ein guter Fußballer. Du kannst aber erklären, warum du das gemacht hast. Halt die Ohren steif. Ja, Benny, wovon spricht er? Du hast ihm ein Tor geklaut? Ja, also wir haben ein Spiel gegen VfL, das haben wir, glaube ich, 4-0 auswärts gewonnen. Und das war so ein Getümmel im Strafraum. Dann haben wir einen Doppelpass gespielt. Und dann wollte er einen Doppelpass spielen. Und ich bin Stürmer. Und ich habe halt den Ball schon auf dem rechten Fuß gehabt. Auf dem linken Fuß gehabt. Habe ich mir dann auf dem rechten Fuß gelegt, anstatt ihn nochmal auf Füßchen zurückzulegen. Und ja, und das war halt das Tor, was ich ihm geklaut habe. Und ich glaube, er hat mich sogar zigmal noch darauf angesprochen, aber der meint das nicht so. Ich weiß genau, wie er das meint. Also er hat immer Ehrgeiz, er will immer treffen, und verstehe ich auch, aber. Wie viele Tore hat er jetzt auf dem Konto? Ich
glaube, 13 Tore. Das spielt auch eine mega Saison und er ist auch ein Spieler, der einen prägt. Also, der spielt also eine mega gute Technik, geilen Antritt und immer anspielbereit. Und das also so richtig geil, also mit ihm zusammenzukicken. Also wirklich ein guter Spieler. Und witzig, wie man sieht. Ja, das klingt doch schon mal sehr schön, Benny. Und ich wünsche dir viel Erfolg und natürlich Gesundheit weiterhin für die Zukunft. Ja. Auch bei Bramfeld und mit dem SC Eilbek. Ein kleines Geschenk haben wir hier noch von unserem Partner Xtip. Eine schöne kleine Tasse. Oh, vielen Dank. Trinkst du Kaffee oder Tee? Tee trinke ich. Tee, okay. Ja. Auch nicht schlecht. Genau, ja. Benny, schön, dass du hier warst. Ja. Und viel Erfolg weiterhin. Ja, danke dir. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Glasmeier. Alles Gute für Sie.